Good morning in the morning. Wir haben heute Montagmorgen und ich melde mich nach meinem Wochenende aus München wieder. Was übrigens sehr, sehr schön war. Das ist auch ein kleiner Fail, weil wir wollten ja eigentlich zu dieser Stand-Up-Comedy-Tour. Aber nicht Tour, sondern so ein Stand-Up-Comedy-Battle-mäßig. Und dann haben die einfach vor uns die letzten Tickets von der Abendkasse gekauft. Aber so war es. Wir waren uns selber schuld, weil wir ein bisschen. Also, wir waren nicht spät dran, also an sich, sondern wir waren einfach nur diesem Fenster von. Aufmachen bis zum Beginn des Abends relativ spät weit oder weit hinten und dementsprechend war es irgendwie absehbar. Aber wir haben das Beste aus dem Abend gemacht und waren dann noch mit den Freunden eben in der Bar und so. Ja, es fängt ja jetzt so ein bisschen diese neue Ära an. Ich finde, irgendwie ist bei uns in dieser Generation alles so mit My Dism Era, Dism Era und ich bin da immer so ein bisschen kritisch. Ich meine, ich habe selber auch auf Instagram geschrieben, meine Fake-Sommersprossen-Ära, aber so an sich ist es jetzt nichts, was ich, glaube ich, so ernsthaft sagen würde. Gar nicht, weil ich irgendwie so, ich weiß nicht, mit manchen Sachen kann ich mich einfach nicht so anfreunden oder das fühlt sich irgendwie einfach nicht so an wie ich. Aber auf jeden Fall fängt ein neuer Abschnitt an, weil jetzt mein Studium fertig ist. Das heißt, ich habe gar keine Struktur mehr von außen, außer mein Ehrenamt und Therapie einmal die Woche. Und das heißt, ich muss jetzt meine Tage komplett selbst strukturieren. Und damit habe ich grundsätzlich kein Problem. Ich muss nur erstmal wieder reinkommen, weil ich sonst merke, dass ich ewig lang schlafe und dann dies und dann das. Und das taugt mir aber einfach gar nicht so gut. Dementsprechend kann ich dir mal sagen, was heute so ansteht. Ich werde jetzt dann gleich eine Karte malen, weil meine eine Mitbewohnerin ist leider ausgezogen. Beziehungsweise für sie ist es schön, weil sie zieht mit dem Freund zusammen, aber für uns halt schade für die WG. Und die kommt heute nochmal vorbei und ich habe sie am Wochenende jetzt beim Umzug nicht gesehen. Und werde jetzt noch eine Karte basteln zum Auszug und dann später noch zu einem richtig guten Bäcker fahren und Brot und Salz kaufen. Weil irgendwie habe ich das so gelernt, dass man zum Einzug Brot und Salz verschenkt. Beziehungsweise eigentlich war es umgekehrt. Ich kann mich daran erinnern, dass als wir umgezogen sind, hat uns eine Freundin Brot und Salz geschenkt und eine Tasse. Und irgendwie ist mir das so in Erinnerung geblieben, dass ich mich so darüber gefreut habe, dass ich jetzt immer, wenn jemand umzieht, dem halt Brot und Salz schenke. Weil das ist so, dann hast du so die Basics für zu Hause. Du kannst irgendwie Brot mit Butter und Salz essen, so wenn du noch nicht viel da hast. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall male ich da die Karte. Danach werde ich arbeiten, heute noch aus dem Homeoffice. Ich habe das Privileg, dass ich aus dem Homeoffice arbeiten kann. Ich werde aber jetzt auch wieder ins Büro fahren regelmäßig, weil jetzt habe ich ja die Zeit. Und dann habe ich Ehrenamt schon gesagt. Danach muss ich zum Ehrenamt. Und dann ist der Tag wahrscheinlich auch schon wieder sehr fortgeschritten. Und ich will mein Zimmer umstellen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Und gestern Abend war es so 10 Uhr und ich hatte richtig so das Bedürfnis, das jetzt zu machen. Und da dachte ich, das kann ich nicht machen, das ist zu laut. Ich will jetzt auch nicht die anderen irgendwie wecken oder so. Aber ich kann es dir vielleicht mal zeigen. Ich habe überlegt, dass da, wo jetzt dieser Kleiderschrank und sowas steht, dass da mein Bett hin soll. Weil mein Bett ist ja momentan gerade da oben. Und ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das ist eine sehr provisorische Konstruktion, aus der kein Licht hingeht. Das habe ich irgendwann mal gebaut, als ich hier eingezogen bin. Und ich habe ja eine sehr, ich habe eine Fensterfront in meinem Zimmer, was ja ein Traum ist, wirklich. Ich liebe dieses Zimmer. Aber es gibt keine Rollen. Und dadurch ist dieses Zimmer auch nachts sehr, sehr hell, vor allem wenn Vollmond ist, weil der dann immer genau irgendwie in dieses Zimmer reinscheint. Ich weiß nicht genau, wo der dann steht, aber es ist einfach knallehell. Also ich kann hier nachts ohne Licht rumlaufen. Und dann habe ich ja da oben dieses Gestänge mal irgendwann eingebaut, was auch voll schwer war, weil es halt Schrägen sind. Und in zwei Schrägen eine Gardinenstange reinzumachen, ist gar nicht so einfach. Aber es ist halt überhaupt nicht dunkel und diese Fläche da oben ist auch nicht so groß und dadurch, also mein Bett passt gerade so von der Breite hin, aber ich habe dann noch so circa 30 cm von diesem Treppenabgang oder Aufgang und mir fällt ständig was runter, diese Treppe, weil wenn ich es irgendwie nur so anstoße aus Versehen, dann hat es halt den Schwung und fällt direkt die Treppe runter und irgendwie habe ich so für mich gemerkt, ich will es einfach mal ausprobieren, ob ich hier unten besser schlafen könnte, weil ich das dann hier unten anders abdunkeln könnte. Und das wäre nämlich richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, dafür muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache und so weiter. Aber da nehme ich dich dann einfach mal mit. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der Karte. Im Favoritenstatus angekommen und wir freuen uns deswegen gemeinsam auf die 8. Folge von Die Bachelors. Nachdem Leonie in der letzten Folge rausgeflogen ist und das für sehr viele Spekulationen in der Kommentarspalte geführt hat, sind wir nun ganz gespannt. Thank you.
Fläche hier, die machen es richtig krass heute. Ich glaube, wir haben gerade super schönes Wetter und ich wollte nur arbeiten und habe gerade mein Video noch fertig geschnitten, wo ich mich übrigens voll ausgetobt habe im Schnitt und das erste Mal seit langem wieder so das Gefühl hatte, ich war jetzt wirklich so kreativ beim Schneiden und habe Sachen ausprobiert und so. Ich hoffe, dass es dir natürlich auch gefällt, aber wenn nicht, ich finde es cool. Und ich werde jetzt dementsprechend noch kurz rausgehen, eine Runde drehen bei dem schönen Wetter. Und danach dann weitermachen mit meiner Ausmist-Challenge. Zu der kommt ja noch ein Video in 2-3 Wochen. Und ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon, ausgemistet zu haben. Dieses Gefühl ist so befreiend. Und ich wurde geinfluenced von Consider Lena. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch Consider Cologne kennt. Wenn ja, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich habe den Account vorher geliebt. Das waren meine Lieblings-YouTuberinnen. Ich war sehr traurig, als sie aufgehört haben. Und beide machen jetzt noch Instagram. Mehr oder weniger. Und Lena hatte was von Jen and June bestellt gehabt. Das ist ja so eine Fair Fashion Marke. Und ich fand das Top sehr, sehr schön. Und habe lange und hin und her überlegt. Und ja, das packen wir dann gleich noch gemeinsam aus. Aber jetzt erstmal rausgehen. So, wir packen jetzt gemeinsam das Paket aus. Übrigens finde ich es ultra cool. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Aber das Paket ist so geschnürt. Also es hat nirgendwo Plastik, beziehungsweise halt Paketband. Wo ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass es sehr viel aufwendiger für die Verpackung ist, aber natürlich auch sehr viel nachhaltiger. Ja, finde ich sehr, sehr, sehr cool. Okay, der Stoff fühlt sich ganz anders an, als ich gedacht hätte. Der fühlt sich voll an wie so ein Badeanzug. Irgendwie irritiert es mich gerade. Ich muss mal kurz schauen, aus was das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erzählt habe, was das ist. Das ist nämlich ein Top mit so einem Kastenausschnitt. Und ich trage sehr gerne kastenförmige Ausschnitte, weil ich das sehr vorteilhaft finde bei meiner Figur. Oder ich mich damit einfach wohlfühle. Ah ja, okay, das ist tatsächlich Polyamid. Ich würde mal sagen, weil man so eh gar nichts erkennt. Ah, es ist doppelt genäht. Okay, das heißt, man braucht keinen BH drunter ziehen. Aber man erkennt eh nichts. Ich ziehe es einfach mal kurz an. Okay, so sieht das Top jetzt aus. Ich finde es eigentlich ganz süß. Ich muss mir das jetzt nur noch überlegen, ob es wirklich passt, weil hier an der Seite, ich glaube, man sieht es nicht so richtig, wirft es nämlich so ein bisschen Falten. Ja, aber an sich, vom Schnitt und so, echt eigentlich ganz süßes Top. Mal sehen, ob ich es noch zurückschicke oder ob es bleiben darf. Ich weiß nicht, ob das nicht eine ganz dumme Idee ist. Es ist Freitag, 21.13 Uhr. Und ich habe seit Tagen vor, mein Zimmer umzustellen. Ja, und irgendwie hat es mich jetzt gerade gepackt. Ich dachte mir, jetzt ist der richtige Moment. Warum auch nicht? Aber ich habe ein Problem bei mir im Zimmer. Problem. Ich möchte nämlich tatsächlich, ich habe ja in meinem Zimmer so eine Etagere, also da oben ist mein Bett, jetzt praktisch direkt über mir. Und diese Treppe ist sehr, sehr steil. Ich kann sie dir gleich mal zeigen. Und ich habe keine Mitbewohner zu Hause gerade, weil alle irgendwie ausgeflogen sind. Weil es ist Freitagabend und die Hälfte ist noch in der Heimat wegen Semesterferien oder Urlaub oder sonst was. Und ich weiß nicht, ob es jetzt nicht richtig dumm ist, Sachen da hoch und runter zu tragen. Aber irgendwie will ich das jetzt auch gerade einfach machen. Ja. Mal schauen, wie ich es bereuen werde. Mal schauen, wie ich jetzt dann gleich traue, wenn ich da oben stehe. Aber, ja. Let's see. Du bist dabei. Das ist übrigens die Treppe. Die sieht nicht so steil aus, finde ich gerade. Aber die hat nämlich auch kein Geländer und nichts. Und ich bin die schon mal von da oben runtergefallen, weil ich ausgerutscht bin. Und hatte danach ziemlich viel blaue Flecken. Deswegen, ich bin noch am Überlegen. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade wirklich Lust, das zu machen. Wiesen mildert sie Unreinheiten, reguliert die Teigproduktion und spendet Feuchtigkeit. Von DermatologInnen bestätigt. Kalt und frisch. Die Zutaten machen zwischen dem Lieferanten. Manchmal frage ich mich, warum ich mir denke, dass das
gerade eine gute Idee ist. Aber so ist manchmal. Oh, das ist wieder zu groß. Die Mädel ist mal gespannt, was da drin ist, weil scheinbar hat mir jemand ein Paket geschickt. Sonst würde die Person das ja nicht schreiben. In diesem Sinne, ich war jetzt noch schnell im Woolworth und habe noch ein paar Sachen besorgt. Geht mir durch aus, hier ist nämlich eins von der... Ich weiß, dass mein Bett ein Stecksystem hat. Ich weiß nur gerade nicht, wie dieses Stecksystem funktioniert. Also ob die länglichen Teile so drin gesteckt sind oder ob es irgendwie durch... Aber eigentlich macht das, glaube ich, mehr Sinn. Oh, Leute, das... Oh, manchmal wirklich frage ich mich bei mir auch, was da los ist. Das ist jetzt der Status quo. Ich glaube, ich habe jetzt die meisten Möbel zumindest an dem Punkt, wo sie am Ende sein sollen. Aber jetzt werde ich erstmal kurz, also ich muss jetzt gleich anfangen, so ein bisschen zu sortieren und auch da oben. Da oben steht nämlich jetzt mein Schreibtisch und das muss ich jetzt auch irgendwie alles noch hinstellen. Ich habe ja mein Bett jetzt runtergebracht, wo ich auch mal gespannt bin, ob mir das dann da so gefällt oder nicht. Aber jetzt erstmal kurz was essen, weil ich habe irgendwie Hunger bekommen. Ich bin heute Morgen mit Sonne aufgewacht im Gesicht und es war richtig toll. Ich habe mich richtig drüber gefreut. Also ich sag mal so, ein bisschen gelohnt hat sich's gestern Abend.